Welcome back to Willkommen bei Wake Up, Shift is Happening. Ich bin Deborah Ariel Peach und ich freue mich, heute Richard Dolan zu Gast zu haben. Danke, Deborah, freut mich, hier zu sein. Also, lass uns anfangen. Ich finde es großartig, dass du dieses Thema in deinem Buch aufgegriffen hast, die Zeit nach Disclosure. Weißt du, dieses Buch mit Bryce Tarbell zu schreiben, war ein großes Abenteuer in meinem Leben. Als Historiker untersuche ich das UFO-Phänomen seit vielen Jahren, seit den frühen 90ern. Das ist meine Ausbildung. Ich habe gelernt, die Vergangenheit zu untersuchen, indem ich Dokumente durchgehe und darauf basierend herausfinde, was passiert ist. Und dann bringe ich das in eine erzählerisch interessante Form. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber kannst du noch mehr auf deinen Hintergrund eingehen, auf den Kontext? Absolut. Ich bezeichne das gerne so, dass ich vor circa 20 Jahren sozusagen in die Ufologie gestolpert bin. Ich schrieb damals an meiner Doktorarbeit über die Geschichte des Kalten Krieges an der University of Rochester in New York State und war vollkommen eingetaucht in die Welt von 1950 mit Harry Truman, den Anfängen der CIA, den Russen und so weiter. Es hatte nichts mit fliegenden Untertassen zu tun, denn ich war an der Uni, um meinen Doktor zu machen. Da kümmert man sich nicht um UFOs, so läuft es einfach nicht. Aber ich bin dann über dieses Thema gestolpert. Und zu sagen, dass es mein Interesse weckte, wäre eine Untertreibung. Ich war besessen. Und dieser Zustand hat bis heute angehalten. Aber in den frühen 90ern war ich trotzdem noch sehr konservativ, was dieses Thema anging. Und als ich erkannte, dass da etwas dran sein könnte, fragte ich mich noch nicht einmal, ob es wirklich UFOs geben könnte. Soweit war ich da noch nicht. Ich wollte wissen, ob das Teil unserer Geschichte war, wie manche Autoren behaupten, dass es Generäle, Admiräle, Leiter der CIA gegeben haben soll, die sich für die UFOs interessierten, aber es verheimlichten. Und ich wollte wissen, waren sie das wirklich? Und wenn sie daran interessiert waren, wieso haben sie dann gesagt, dass sie es nicht waren? Und wenn es stimmte, hörte ihr Interesse dann irgendwann auf? Und wenn es ein Interesse gab, was war der Grund dafür? Du weißt schon, alle diese logischen Fragen. Ich machte mich also an die Arbeit. Ich dachte, wenn ich das für 3 oder 4 Monate untersuchen würde, hätte ich das Thema abgeschlossen. 3 Monate später war ich es aber, der erschöpft war, nicht das Thema. Ich erkannte, dass das eine ernste Sache war. Ich fing an, die alten deklassifizierten Dokumente durchzugehen, die verfügbar waren. Sicherlich nur ein Bruchteil davon, aber genug, um festzustellen, dass diese Sache Hand und Fuß hat. Eine Frage führte zu vielen weiteren Fragen, die wieder zu weiteren führten und wieder zu weiteren. Ich weiß noch, wie ich in diesem Bereich anfing und mir sagte, ich will aber nicht das ganze bizarre Zeug untersuchen. Schon irgendwie alles über UFOs, aber nicht diese bizarren Sachen. Ich war dann also wie jemand am Strand, der eigentlich nur mit seinem Zeh ins Wasser fühlen wollte und dann, mir nichts, dir nichts, schwamm ich plötzlich mitten im Ozean. Und ich vertiefte mich immer weiter und weiter und ehe ich mich versah, war ich mittendrin. Letztendlich schrieb ich dann vor über 10 Jahren ein 500-seitiges Buch über die Geschichte des UFO-Phänomens, UFOs and the National Security State. Das war mein Einstieg in diese Szene. Darin behandelte ich den Zeitabschnitt des frühen Kalten Krieges, die Jahre 1941 bis 1973. Es war ein wichtiges Buch in diesem Bereich und als es herauskam, war es wirklich mein Vorstoß in diese Szene. Aber ich wollte so schreiben, wie ein professioneller Historiker es tun würde. Ich wollte dieses Thema mit Respekt behandeln und das UFO-Thema mainstreamtauglich in unsere Geschichtsschreibung einflechten. Das war meine Absicht. Das Buch kam dann heraus und die Leute sagten, tolles Buch, was ist mit dem Rest der Geschichte? Ich verbrachte dann viele Jahre damit, den Nachfolger zu schreiben, der 2009 erschien, UFOs and the National Security State 2. Darum behandle ich die Jahre von 1973 bis 1991, also bis zum Ende des Kalten Krieges. Das Buch hat 600 Seiten, über 1400 Zitate und über 1000 Einträge im Index. Es ist wirklich umfangreich und genau wie im ersten geht es um 3 Ebenen der Geschichte. Nummer 1, was waren die großen Sichtungen? Die wichtigen Male, wo UFOs gesehen wurden. Man kann das Buch fast wie eine Enzyklopädie sehen, nach dem Motto, was hat Dolan über den Fall von Travis Walton zu sagen, und dann findest du alle harten Fakten präzise und ohne Bullshit auf 8 oder 9 Seiten. Die 2. Ebene ist die Politik. Dabei versuche ich zu verstehen, gab es eine Vertuschung? Spielte das Militär dabei eine Rolle? Wer ist überhaupt dafür zuständig? Der Präsident oder jemand anders? Alle diese politischen Fragen, die von Belang sind.
Und dann gibt es da noch eine Ebene, die meiner Ansicht nach bisher übersehen wurde, die aber durchaus faszinierend ist. Und zwar geht es um unser Bewusstsein und wie es dabei ist, diese Dinge zu verstehen. Es geht also um die Geschichte der Ufologie, um die Geschichte dieses Forschungszweigs beim Versuch, dieses unglaubliche Mysterium zu begreifen. Wo waren wir in den 50ern, in den 60ern, in den 70ern? Wo waren wir zum Ende des Kalten Krieges? Wo sind wir jetzt? Das ist eine gedankliche Evolution. Dies wollte ich in meinen Büchern darstellen. Es wird in ein paar Jahren auch einen dritten Teil geben. Ich arbeite auch an verschiedenen anderen Projekten, unter anderem an diesem Buch, AD, After Disclosure. Damit begann ich, als Bryce Zabe, mein Co-Autor, der Fernsehproduzent ist und in den 90ern die Serie Dark Skies erschuf, die TV-Rechte für die Verwendung der Inhalte aus meinen Büchern haben wollte. Eine Unterhaltung mit ihm führte zum nächsten und wir stellten letztendlich fest, dass wir beide am Thema Disclosure interessiert waren. Ich habe seit Jahren in diversen Vorträgen darüber gesprochen. Das ist etwas, das mich schon immer beschäftigte. Wenn man über die Realität von UFOs spricht und über die Vertuschung, denkt man zwangsläufig auch darüber nach, wie man diese Geheimhaltung beenden kann. Diese Diskrepanz zwischen dem, was aussieht wie die tatsächliche Realität, und der offiziellen Realität, die praktisch nur aus Verleugnung besteht. Man hat also diese Diskrepanz. Wie können wir sie auflösen? Dieses Buch dreht sich also rund um Disclosure. Viele Leute haben über die Jahre über das Thema Disclosure gesprochen. Bryce und ich erkannten, dass wir auch so unsere Gedanken darüber hatten und dass wir uns irgendwie sympathisch waren. Wir waren der Meinung, dass wir dieses Buch schreiben könnten und ich erinnere mich noch an den Tag, als wir die Kapitel einteilten und ich meinte, lass uns anfangen. Und wir haben es geschafft. Ich habe es ein großes Abenteuer genannt, weil noch niemand zuvor so eine Art Buch geschrieben hat. Das Buch behandelt zwei fundamentale Schwerpunkte. Wenn du davon ausgehst, dass UFOs echt sind und wenn du davon ausgehst, dass es eine Vertuschung gibt, dann stellt sich die Frage, wie kann man diese Vertuschung beenden? Ist es vielleicht sogar unmöglich? Manche behaupten das, denn diese Vertuschung läuft jetzt schon seit so vielen Jahren. Ich habe oft gesagt, dass Disclosure ein Paradox ist. Es ist unmöglich, aber auch unvermeidlich. Und wir gehen wirklich darauf ein, warum es unvermeidlich ist und warum es passieren wird. Das zweite zentrale Thema, das wir im Buch behandeln, ist, was wird danach passieren? In unserer Welt und in der Gesellschaft? Wird es ganz großartig oder wird es ein schreckliches Chaos geben? Wie wird es sich auf die Politik auswirken? Wie wird es sich auf die Wirtschaft auswirken? Wie wird es sich auf die Kultur auswirken? Wie wird es sich auf unsere spirituellen und religiösen Anschauungen auswirken? Wie wird es die Wirtschaft verändern und wie wird es letztendlich unsere Geopolitik beeinflussen? Dies sind Fragen, bei denen man nur so gut wie möglich spekulieren kann, während man mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele oder die meisten der Dinge, die wir vorhersagen, wahrscheinlich ganz anders passieren werden und nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber es geht im Buch nicht wirklich darum, mit absoluter Sicherheit zu sagen, was genau passieren wird, sondern eher darum, eine Konversation in Gang zu bringen. Ich bin der Meinung, dass wir durchaus einige gute Ideen, einige wertvolle Gedanken dazu aufgeschrieben haben, wie das alles ablaufen könnte, unabhängig davon, was tatsächlich irgendwann passieren wird. Ich meine, wer sind diese Wesen, mit denen wir es zu tun haben? Sind sie Außerirdische, sind sie interdimensionale Wesen, sind sie Zeitreisende oder eine verschollene menschliche Zivilisation? Oder von allem etwas? Es gibt einige Punkte, auf die ich nochmal zurückkommen will. Einmal diese ganze Sache mit der Historie und diese Diskrepanz, die es momentan gibt. Es gibt da zwei verschiedene Welten. Einmal die offizielle Geschichte, bei der 50, 60 oder 70 Jahre unserer Geschichte nicht erwähnt werden, was neu geschrieben und in das Wissen der Menschen eingewoben werden muss. Ich sehe es als Teil meiner Aufgabe, diese Geschichte zu schreiben. Ich verstehe das, auch was du über dein Buch als Enzyklopädie sagtest. Was ich den Menschen aber auch noch wirklich nahe bringen will, ist das Thema der Transformation. Wie bewegt man sich durch diese Übergangszeit hinein in diese Bewusstseinswelten, die viele Menschen bereits wahrnehmen? Diese ganze Verleugnung dieses Themas hat wirklich sehr dysfunktionale Umstände des Erfahrens geschaffen, was unsere spirituellen und emotionalen Aspekte angeht. Willst du darüber ein wenig reden? Schau, wenn du die Gesellschaft betrachtest, denk an einen Freund oder eine Person, die suchtkrank ist. Und du willst diesem Freund sagen,
Hey Kumpel, du hast da ein Problem. Und er sagte nur, du kannst mich mal, ich will nichts davon hören, lass mich damit in Ruhe. Das ist Verleugnung. Und diese Verleugnung wirkt sich negativ auf alle Bereiche des Lebens aus, denn man gerät dadurch in eine Abwärtsspirale. Wir sind gesellschaftlich gesehen in einer Art institutionellem und kulturellem Verleugnungszustand. Es ist so, dass unsere großen Institutionen alle sagen, es ist nicht echt, es ist alles nur ein großer fetter Witz und so weiter. Schenkt ihm keine Aufmerksamkeit, es sei denn zur Unterhaltung. Aber die Menschen erkennen, dass das so nicht stimmt und dass da tatsächlich was dran ist. Sie glauben die Propaganda nicht wirklich. Es ist wie im Kalten Krieg, als die Bevölkerung auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, die Osteuropäer und die Russen, wussten, dass ihre Regierungen sie belogen. Sie wussten es alle. Und ihr kultureller Glaube bestand fort, egal was die Regierung sagte. In so einer Situation befinden wir uns heute auch. Was macht man an so einem Punkt? Kommen die Massen zusammen, um dann mal Veränderung zu verlangen? Es gibt viele Menschen, die sich dieser Diskrepanz bewusst sind. Aber es gibt auch viele Menschen, die es unglücklicherweise nicht sind. Denn schau, das Leben ist schwierig. Du hast einen Job, du hast Kinder, du hast eine Hypothek, all diese Dinge. Und dann hat man nicht wirklich die Zeit, die Mächte zu bekämpfen und zu einem Held zu werden. Was tut man also? Man bewegt sich per Autopilot durchs Leben. Viel davon ist extra so gewollt, denke ich. Das ist teilweise die Natur der Sache. Ich glaube, die harte Realität wird von den Eliten gegen die Menschen benutzt. In gewisser Weise war das Leben schon seit Tausenden von Jahren so, weißt du? So ist das nun mal. Es war ein ständiger Kampf und wir können zwar erforschen, ob das vielleicht so gewollt ist, aber der Punkt ist, die Köpfe der Menschen sind nicht bereit für die tatsächliche Realität. Jedenfalls gibt es diese institutionelle Verleugnung und ich denke, dass sich das negativ auf unsere kollektive Psyche auswirkt. Das glaube ich wirklich, da stimme ich dir zu. Die Frage, die ich mir also über die Jahre immer wieder gestellt habe, ist, wenn man davon ausgeht, dass wir diese äußerst bedeutsame Realität haben, mit der viele von uns auch interagieren, viele auch nicht, aber sie ist dort. Und abgesehen davon, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich beschreibe das so, dass wir auf einer Zeitlinie sind, einer Ebene der Erfahrung oder der Realität. Dann gibt es auch noch diese andere Realität, in der viele Menschen leben, und wir befinden uns in einem Zwiespalt und es geht darum, wie man diese Realitäten miteinander verbinden kann. Das, was hier passiert und das, was dort passiert. Ich weiß nicht genau, ob ich es genauso beschreiben würde. Für mich stellt sich einfach die Frage, wie brechen wir aus diesem mentalen Gefängnis aus, in dem wir uns befinden? Und wie wird die große Mehrheit der Menschen, die sich nicht wirklich mit diesem Thema beschäftigt, es lernen, darauf klarzukommen, dass es tatsächlich eine hochtelepathische und hochintelligente Präsenz auf der Erde gibt, die mit den Menschen und der Erde auf verschiedene Weisen interagiert? Schau, was auch immer es ist, unsere politischen Institutionen, unsere Medien, unsere kulturellen Institutionen, sie alle bringen die meisten Menschen nicht auf dieses Level. Sich American Idol im Fernsehen anzuschauen, befähigt einen nicht, mit so etwas umzugehen. Meine Schlussfolgerung ist also, dass wahrscheinlich nichts in unserer Gesellschaft die Mehrheit der Menschen auf dieses Level bringen kann. Nichts außer dem gewaltigen Schock, den man bekommt, wenn man direkt mit dieser Realität konfrontiert wird. Und das ist ein Schock, den viele wahrscheinlich nicht so leicht wegstecken werden. Aber manche werden lernen, mit diesem Schock umzugehen. Aber was passieren wird, ist, dass auch wenn viele Menschen heute noch nicht damit umgehen können, ihre Kinder und ihre Enkelkinder und ihre Urenkel werden es. So wie ich das sehe, kann es bei einem Individuum zwar zu Veränderungen kommen, aber wirkliche Veränderungen vollziehen sich über Generationen. Ich habe selber Teenager und ich sehe jeden Tag, wie sie in einer Kultur aufwachsen mit gewissen Ideen, die sie für völlig normal halten und die ich erst lernen musste. Und selbstverständlich wird das mit ihren Kindern genauso sein. Was also Disclosure und die Transformation angeht, mit der wir es zu tun haben, das sehe ich nicht als etwas Plötzliches. Ich glaube, so funktioniert das nicht.
Ich gehe jetzt zum Beispiel auch nicht davon aus, dass am 21. Dezember 2012 eine Transformation oder ein Aufstieg stattfinden wird. Das ist nicht meine Einstellung dazu. Aber ich glaube Folgendes: Wenn man 100 Jahre in die Zukunft geht und wenn die Leute von dort auf unsere Zeit zurückschauen, werden sie sagen: Ja, diese Leute haben wirklich eine große Transformation durchgemacht. Und weißt du, 2012 ist vielleicht genauso gut wie irgendein anderes Jahr, um einen Punkt zu haben, an dem man das festmachen kann. Aber ich denke tatsächlich, dass diese Veränderung eine ist, die sich über viele Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hinziehen wird. Ja, definitiv. Ich möchte dir eine interessante Geschichte erzählen. Ich hatte dir schon mal gesagt, dass ich eine Menge telepathischer Kommunikation von diesen nicht physischen Wächtern des Planeten und so weiter bekomme. Verschiedene Details und andere Dinge. Du hattest ja gestern eine Rede gehalten. Vorher war ich mit dem Fahrrad draußen unterwegs und habe eine Menge Informationen bekommen. Dieser Tage kommt echt viel über globale Entwicklungen und so weiter. Und es war wirklich interessant, denn meine Helfer sagten mir, dass sich die Dinge nach dem großen D wirklich verändern werden. Und ich hatte diesen Begriff noch nie gehört. Ich habe mich also gewundert, was sollte dieses große D bedeuten? Es war echt lustig, als ich dann später dein Buch durchgegangen bin. Willst du selber davon erzählen, was du dort über das große D schreibst? Weißt du, worauf ich anspiele? Meinst du Disclosure? Ja, und ich habe gesehen, dass du dort auch diesen Begriff, das große D, benutzt. Kannst du mehr dazu erzählen? Was war das nochmal? Der große Dolan oder doch Disclosure? Es war Disclosure, oder? Ja, vielleicht beides. Klar, wieso nicht? Vielleicht 3Ds. Ich bin Deb, weißt du? Klar, könnte in drei Richtungen gehen. Jedenfalls denke ich, dass wir uns auf einen Moment hinbewegen, an dem es zwangsläufig eine Offenlegung dieser Realität geben wird. Es gibt viele, die durchaus mit Recht die Frage stellen, warum man das glauben sollte. Denn schließlich wird dieses Geheimnis schon seit Jahrzehnten und Generationen bewahrt. Mit einer eindrucksvollen PR-Kampagne. Ja. Die Frage ist also, warum sollte diese Geheimhaltung aufhören? Und das ist wirklich ein gutes Argument. Weißt du, wir bewegen uns zwar in eine Ära, in der gewisse Menschen die Realität tiefer erforschen, aber viele Menschen flüchten sich auch in virtuelle Realitäten, Videospiele und so weiter. Und viele haben meiner Ansicht nach keine wirkliche Bildung und ich sehe in vielen Fällen nicht viel von einem höheren Bewusstsein. Daher ist es durchaus möglich, dass man eine Zukunft sehen könnte, die eine Mischung aus Orwell und Aldous Huxley's Brave New World ist, in der wir alle praktisch rund um die Uhr ferngesteuert sind. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich denke, unsere Flugbahn, die Geschwindigkeit des Wandels in der Gesellschaft, ist die große Variable. Schau dir an, was wir hier im Jahr 2012 machen. Wir haben eine Unterhaltung, die jederzeit im Internet verfügbar sein wird und sich dort verbreitet. Unsere Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren in diesem globalen Gespräch, ist außerordentlich. Vergleiche das mit der Situation von vor 10 Jahren, vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren. Die Geschwindigkeit nimmt exponentiell zu. Welche Fähigkeiten werden wir in 10 oder 20 Jahren haben? In Bezug auf A, den Zugriff auf Informationen aus der ganzen Welt und B, das Teilen von Informationen. Denk nochmal an zwei Dinge in unserer Welt heute. Das eine ist die Entwicklung von Smartphones mit großartigen Kameras und Aufnahmemöglichkeiten, Apps zum Abwinken und so weiter. Ist es also wirklich so unmöglich, sich vorzustellen, dass es ein Ereignis geben könnte, das von vielen gleichzeitig gefilmt wird und das so bekannt werden würde? Es gibt jetzt schon viele Videos auf YouTube. Manche sind echt richtig gut. Das Problem mit ihnen ist, dass ihnen bisher der Schwung oder die Zugkraft fehlte. Aber ich glaube, es ist unausweichlich, dass so etwas passieren wird. Wir haben diese wirklich guten Kameras in unseren Smartphones erst seit relativ kurzer Zeit. Denk auf der anderen Seite an so etwas wie WikiLeaks. Das ist ein anderer Weg, auf dem das Geheimnis gelüftet werden kann. WikiLeaks existierte vor 10 Jahren noch nicht, weil WikiLeaks vor 10 Jahren noch gar nicht hätte existieren können. Wir hatten nicht die entsprechende globale Infrastruktur. Aber wir haben sie jetzt. Und siehe da, hier ist WikiLeaks. Und selbst wenn WikiLeaks abgeschaltet werden würde, weißt du, dann kommen andere Organisationen. Es gibt jetzt bereits andere Organisationen, die versuchen, das Gleiche zu tun. Die Katze ist aus dem Sack. Der Geist ist aus der Flasche. Es gibt kein Zurück.
Mit anderen Worten, Informationen werden weiterhin durchsickern und es wird auch mal ein großes Ereignis geben. Das ist unvermeidlich. Wir befinden uns jetzt gerade erst am Anfang dieser neuen Ära. Zu denken, dass es immer so bleiben wird wie jetzt, dass heute wie gestern ist und morgen wie heute wird, das ist eine törichte Annahme. Die Geschwindigkeit der Veränderungen heute ist höher als jemals zuvor in der uns bekannten Geschichte. Ich glaube also, dass sich in dieser instabilen Zeit etwas anbahnt. Und der Präsident oder irgendein anderer hoher Politiker wird irgendwann gezwungen sein, eine Stellungnahme abgeben zu müssen. Das bedeutet nicht, dass sie sofort alles offenlegen werden. Wahrscheinlich weiß der Präsident gar nicht alles. Wir können ja alle sehen, dass unsere Präsidenten praktisch nur Marionetten und Verkäufer für die Marke Amerika, die Marke Globalisierung und so weiter sind. Und dass es eine Macht hinter dem Amt des Präsidenten gibt. Aber die Sache ist die, dass der Präsident und die politische Führungsriege so viele Zugeständnisse machen werden wie nötig, wenn es im Interesse ihrer Machterhaltung ist. Disclosure ist also nicht das Ende vom Lied. Es ist der Anfang in einem neuen Kampf um die Wahrheit. Aber der Unterschied zu heute wird sein, dass du und ich mit diesem Thema nicht mehr in den Randbereichen der Medien sein werden. Das wird sich ändern. Es wird dann mitten auf dem Tisch sein, im Zentrum der Aufmerksamkeit und die ganze Welt wird darüber reden. Und in so einer gesellschaftlichen Situation alle Geheimnisse zu verbergen, halte ich für unmöglich. Der Präsident kann nicht einfach sagen, hallo Leute, wir haben bemerkt, dass UFO 16 sind und jetzt gute Nacht, mach mal Urlaub, geht einkaufen. So einfach geht das nicht. Es wird eine Menge Folgefragen geben, zum Beispiel, wie konnte das alles all die Jahre geheim gehalten werden? Wer sind diese anderen Wesen? Gibt es etwas, worüber man sich Sorgen machen müsste? Diese Fragen zu beantworten wird schwierig und die Menschen werden Antworten verlangen. Wir werden also eine neue politische Konfrontation sehen. Stell dir das vor wie Occupy plus arabischer Frühling auf Steroiden. Wahrscheinlich mit Waffen und so weiter. Das wird nicht alles sauber und ordentlich ablaufen. Occupy Area 51? Klar, absolut. Occupy White Patterson Air Force Base? Alles, was ich sagen will, ist, dass die Menschen Antworten fordern werden. Sie werden Antworten fordern. Und wie du sagst, der Geist ist aus der Flasche. Er ist auch jetzt schon aus der Flasche, aber dann ist es wirklich eine Art Anarchie. Und worüber wir gesprochen hatten, bevor wir anfingen, das aufzunehmen, war diese Möglichkeit, über die ich unter anderem auch sonst in meiner Sendung rede, dass es vielleicht nicht nur ein ökonomischer Wandel sein wird, der momentan bevorsteht, und oder nicht nur die Erkenntnis, dass wir nicht die Einzigen auf dem Planeten sind, nicht die einzige lebendige, intelligente Lebensform. Denn es gibt so viele Dinge, die bereits gären und kurz davor sind, explosionsartig ihren Weg in unser Bewusstsein zu finden. Wir befinden uns also in einer Zeit, in der die Wahrscheinlichkeit für ein Chaos auf diesem Planeten sehr hoch ist. Daher ist dies auch die richtige Zeit für Menschen, um sich wirklich zu erden, um besonders aufmerksam zu sein und um Informationen extrem sorgfältig abzuwägen. Exakt. Weißt du, man kann sich diese ganze alternative Medienkultur als einen großen Ozean vorstellen. Er ist so reich und voller Schätze, es gibt so viel Leben darin, so viel Aktivität. Aber wenn man seinen sicheren Halt verliert, wenn man sich zu tief hineinbegibt, kann man ertrinken. Mit anderen Worten, es gibt eine Menge Informationen, es gibt eine Menge Fehlinformationen, es gibt bewusste Desinformationen. Und das zu analysieren und abzuwägen ist sehr schwierig. Es ist für den Einzelnen wahrscheinlich unmöglich, das immer hundertprozentig korrekt zu tun. Wir sind alle nur Menschen, wir geben alle unser Bestes. Was wir tun können, woran ich mich immer wieder erinnere, ist, dass ich mich nicht Hals über Kopf auf die letzte große Story stürze, die ich gerade gefunden habe. Ich nehme mir meine Zeit, manchmal auch etwas zu viel Zeit, aber das kommt durch meine Ausbildung als Historiker. Ich versuche mir die Vergangenheit anzusehen und in diesem Zusammenhang alles einzuordnen. Wir sind jetzt im Zeitalter von Facebook, der neuesten und größten Sucht dieser Welt, wo alles nur kopiert und eingefügt wird. Das kann großartig sein, um Informationen zu teilen, aber es ist auch ideal, um Gerüchte zu verbreiten und Menschen aufzuwiegeln. Manche Menschen leben von Dramen. Sie lieben es einfach.
Und in diesem Bereich gibt es ständig neue Dramen. Die ETs werden dann und dann erscheinen. Wie oft haben wir das in den letzten 10 Jahren gehört? Er sollte am 4. August passieren, während der Olympiade. Es ist nicht passiert. Aber es gibt ständig neue Termine. Mein Vorschlag, mein Ratschlag an mich selbst und an jeden, den es interessiert, ist, dass wenn man eine neue Vorhersage hört, und besonders wenn keine Quellenangaben dabei sind oder es heißt, es komme von einer Insiderquelle oder sowas in der Art, sei einfach vorsichtig. Lass dich davon nicht zu sehr mitnehmen. Habe ein kühles Auge. Und bei all diesen Geschichten, die man so finden kann, erinnert euch, falls jemand gelernter Journalist ist, dass es die Regel gibt, dass man 3 Quellen für seine Daten finden muss. Das ist manchmal schwierig, aber es ist eine gute Regel. Versuchen wir uns daran zu erinnern. Und was wir sonst noch tun können, wenn wir mit neuen Informationen konfrontiert sind, ist zu recherchieren. Etwas, was ich tue, wenn ich neue Ideen, Themen, Schlagzeilen oder was sonst noch seinen Weg in unsere Gesellschaft findet, untersuche, ist, dass ich bei Google unter Berücksichtigung des Erscheinungsdatums von Geschichten suche. Das ist sehr hilfreich. Man kann so herausfinden, wann eine Geschichte ursprünglich im Internet auftauchte, und es ist wirklich nützlich zu wissen, wo etwas zuerst erschien. Wenn man diesen Ausgangspunkt von etwas findet, hat man nicht immer leicht die perfekte Lösung, aber es kann einem sehr bei der Einordnung einer Sache helfen. Ich will nur sagen, wir können alle noch besser recherchieren. Absolut. An dieser Stelle würde ich gerne hinzufügen, dass telepathisch zu sein und in der Lage zu sein, mit seinem höheren Selbst und mit seinen Helfern zu kommunizieren, was ich und andere Leute regelmäßig tun, beim Abwägen von Informationen sehr nützlich sein kann, weil sich einem dabei weitere Ebenen von Informationen und Einsichten erschließen können, was momentan auch wirklich notwendig ist. Das ist jedenfalls meine Sichtweise. Very necessary at this point. So that's just my part of adding into. Ich würde das gerne kommentieren. Ich möchte anmerken, dass ich fest an die Realität von Dingen wie außersinnlicher Wahrnehmung und Nonlokalität glaube. Und das ist wirklich eine wichtige Forschungsrichtung, in die wir uns zukünftig bewegen müssen. Aber es gibt dabei eine Gefahr. Die Gefahr ist: Wie werden wir als Kultur und als Gemeinschaft dazu in der Lage sein, wirklich verantwortlich damit umzugehen? Wenn wir zum Beispiel über Telepathie reden, stimme ich dir zu. Denn wenn man sich die UFO-Akten ansieht, sieht man ganz klar immer und immer und immer und immer wieder Berichte von telepathischen Kommunikationen zwischen uns und diesen anderen Wesen. Das steht für mich außer Frage. Die Frage ist eher, wie schaffen wir es, dieses Phänomen etwas objektiver zu betrachten? Denn in der Philosophie und in der Wissenschaft gibt es einen Unterschied zwischen Wahrheit und Beweisbarkeit. Etwas, was du erlebst, kann wahr sein, aber wenn du es nicht von anderen Menschen überprüfen lassen kannst, wenn sie es nicht selbst erleben können, ist es nicht beweisbar. Und als verantwortungsbewusster Forscher versuche ich, mit Informationen zu arbeiten, die wahr und beweisbar sind. Das ist aber nicht immer der Fall. Man befindet sich nicht immer in einer perfekten Situation. Man tut, was man kann. Richtig, der Punkt ist, wenn wir mit Telepathie oder manchmal auch Channeling oder allgemein nicht traditionellen Wegen des Akquirierens von Informationen zu tun haben, ist es nicht so, dass wir das links liegen lassen sollten. Das sollten wir wirklich nicht. Aber meinem Empfinden nach sollten wir vorsichtig mit diesen Dingen umgehen. Remote Viewer, die außersinnliche Wahrnehmungen machen, können falsch liegen. Sie liegen auch oft falsch. Selbst Menschen, die wirklich ausgeprägte telepathische Fähigkeiten haben, liegen nicht immer richtig. Oder sie interpretieren das, was sie sehen, nicht immer richtig. Das ist oft der Fall. In der Remote Viewing Gemeinschaft nennt man das eine analytische Überlagerung. Man sieht etwas, das wirklich da ist, aber man interpretiert es falsch. Nichts ist perfekt. Als menschliches Wesen vertraue ich meinen Instinkten und meiner Intuition, wenn auf dieser Ebene etwas reinkommt. Aber ich verlasse mich nicht gerne ausschließlich auf meine Intuition. Ich finde gerne eine Faktenbasis, die mir eine Grundlage für meine Arbeit bietet. Das ist wirklich eine wichtige Angelegenheit bei der Weiterentwicklung in diesem Bereich. Denn du siehst das aus einer bestimmten Perspektive, ich sehe das aus einer anderen Perspektive.
Meiner Ansicht nach widersprechen wir uns nicht wirklich. Wir schauen uns dieses sehr komplexe Phänomen nur von verschiedenen Seiten an. In der Vergangenheit bewegte ich mich von innerhalb von, ich will mal sagen, relativ sicheren intellektuellen Schranken. Ich dachte, ich hätte schon alles kapiert, das dachte ich wirklich. Wenn jemand mir widersprochen hätte, hätte ich gesagt, warum merkst du nicht, dass du falsch liegst? Aber das sage ich nicht mehr. Mittlerweile denke ich, dass wenn ich mich selbst genau in die Position des anderen begeben würde, dass ich dann sicher die gleiche Meinung hätte. Denn Menschen, die dieses Phänomen auf eine bestimmte Weise betrachten, sehen es aus einer bestimmten Perspektive. Das Problem, wenn man das so nennen will, ist, dass es so viele Perspektiven gibt. Was wir wirklich alle versuchen sollten, ist zu erkennen, dass wir es mit einem wirklich sehr facettenreichen Phänomen zu tun haben. Facettenreich, multidimensional und so weiter. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich dem, was du gesagt hast, hier gerne noch etwas hinzufügen. Meine Zuschauer haben mich bereits zuvor darüber reden hören. Du hast absolut recht, was diese Sache mit der Telepathie angeht. Ein Punkt, den ich immer wieder betone, ist, dass es so leicht passieren kann, dass man von gewissen Wesen oder Informationen infiltriert werden kann und dass es ungeheuer wichtig ist, das beurteilen zu können und sein Energiefeld zu reinigen. Das ist eine fundamentale Technik, die ich den Menschen beibringe, wie man sein Energiefeld reinigt, sodass man komplett eigenständig und unabhängig in seinem Energiefeld, in allen Dimensionen und so weiter ist. Vor allem, wenn man dann auch noch die ganzen Ebenen der Bewusstseinskontrolle bedenkt, Harp und was es sonst noch gibt. Es ist wichtig zu erkennen, dass es schnell passieren kann, dass einem Fehlinformationen erreichen können, wenn man sich nicht gezielt auf eine bestimmte Schwingung oder ein Wesen einstimmt. An dieser Stelle ist meine Perspektive auch wieder etwas anders als deine. Ich verstehe schon, wie du das meinst. Wir benutzen manchmal einfach nur verschiedene Begriffe. Ich beschreibe das als eine Ruhe und Ausgeglichenheit, dass man einen klaren Kopf behält. Und klar, dass man seine Souveränität und die Eigenständigkeit des Wesens bewahrt. Ich stimme dir da vollkommen zu. Weißt du, ich bin in dieser Szene als geerdeter Historiker bekannt. Und ich möchte gerne glauben, dass dem auch so ist. Aber die Realität ist letztendlich sehr komplex. Und ich habe auch meine eigenen spirituellen Ansichten. Ich glaube, dass es Non-Lokalität gibt und auch ein spirituelles Element in unserer Existenz. Ich glaube fest daran. Werden wir auf dieser Ebene beeinflusst? Gibt es da äußere Einflüsse wie Biowaffen oder Wesenheiten oder was auch immer? Was da auch sein möge, es ist wirklich wichtig, dass wir ausgeglichen, klar und natürlich auch souverän bleiben. Richtig. Ich würde dich auch gerne noch über ein Buch fragen, das ich auf deiner Internetseite gesehen habe. Es handelt sich dabei um ein Kundalini-Buch. Das ist richtig. Und ich glaube, es war das einzige Buch dieser Art dort. Also, das ist ein Buch von Dr. Richard Sauder. Er ist ein Freund und Kollege von mir und ich veröffentlichte eins seiner Bücher und verkaufe auch alle anderen. Ja, Richard schrieb Kundalini Tales vor fast 10 Jahren. Es ist ein faszinierendes Buch, ein außergewöhnliches Buch, in dem es um einige politische Analysen geht, bei denen er sehr scharfsinnig ist, aber auch um seine eigene spirituelle Reise und wie diese beiden Bereiche miteinander verwoben sind. Er praktiziert auch Kundalini-Yoga und ist sich der Kundalini-Energie sehr bewusst. Er hat ziemlich intensiv darüber gesprochen. Okay, und wenn wir über deine spirituelle Reise reden würden und das, was du so praktizierst, was würdest du davon gerne mitteilen? Also ich habe eine Philosophie und ich habe eine Praxis und ich schätze, man könnte sie als Zen beschreiben. Ich habe definitiv meine eigene Lebensphilosophie. Und wenn man diese mit einem Wort charakterisieren würde, wäre das Wort. Zen bedeutet einfach, keine Angst, keine Hoffnung, du lebst in diesem Moment. Darum geht es im Zen. Es geht darum, Illusionen loszuwerden, so gut man kann, den Spiegel zu polieren, wie so oft gesagt wird, und zu akzeptieren, was einem begegnet, ohne sich Illusionen hinzugeben oder sich an Glaubenssätze über irgendwas zu klammern. Und das ist eine Herausforderung. Ich sage nicht, dass ich ein Meister darin bin. Ich bin es sicherlich nicht. Ich praktiziere das, weil ich denke, dass es mir am nützlichsten ist. Ich bin in vielerlei Hinsicht eine sehr ehrgeizige Person und gebe immer Vollgas. Ich bringe mich selbst an meine Grenzen.
Und Zen erscheint mir als die intelligenteste Praxis für mein Leben. Es hat mir wirklich extrem geholfen. Was Spiritualität angeht, hatte ich auch persönliche Erfahrungen in meinem Leben. Und ich schäme mich nicht, darüber zu reden. Ich gehe sehr offen damit um, dass es einige Situationen gab, die sich für mich deutlich wie spirituelle Erlebnisse anfühlten. Ich habe bei einigen Gelegenheiten eine sehr starke Verbindung zu nicht-physischen Wesenheiten gespürt, die mit mir interagiert haben. Das zu interpretieren ist dann wieder eine andere Sache. Ich könnte das auf viele verschiedene Arten interpretieren. Aber ich bin glücklich in meinem Leben. Lass es mich so erklären. Auf meiner Reise durch dieses Leben bin ich durch so viele Phasen gegangen, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Als ich gerade etwas über 20 war, wurde ich ein Atheist. Ich dachte, der Glaube an eine transzendentale Realität ist einfach Wunschdenken oder geprägt von der Angst vor dem Tod oder was für Argumente es da sonst noch so gibt. Und dann hatte ich einen Moment der Einsicht. Das war echt lustig. Kein Erleuchtungsergebnis, aber eine Einsicht, als ich meinen Hund fütterte. Das ist eine lustige Geschichte. Mein Hund sah mich. Sein Name war Rocky, ein schöner mittelgroßer Hund. Er sah mich, wie ich eine Dose Hundefutter in der Hand hielt. Ich muss so 21 oder 22 gewesen sein. Und er wusste, was ich da hatte. Er wusste, dass Futter in der Dose war und er war ganz aufgeregt und wedelte mit dem Schwanz. Und ich sah ihn an und dachte so, du bist echt ein cooler Hund. Ich öffnete also die Dose mit dem Hundefutter und er wird immer aufgeregter. Ich tue das Futter in seine Schüssel und er isst es. Ich sah ihm dabei zu und ich dachte so, er ist ein wirklich intelligentes Tier. Er kennt mich, er weiß, dass Futter in dieser Dose ist, er weiß eine Menge Dinge, derer ich mir gar nicht bewusst bin, weil er einen großartigen Geruchssinn und ein großartiges Gehör hat. Aber er weiß nicht, wie das Futter in die Soße gekommen ist. Er weiß nicht, wie Hundefutter hergestellt wird. Und er weiß nicht, dass er in einer von Menschen gemachten Umwelt lebt und nicht in seiner natürlichen Umwelt. Und er weiß auch nicht, was der Mond oder was die Sonne ist. Und es ist nicht nur so, dass er es nicht weiß. Er kann es gar nicht wissen. Sein Gehirn hat gar nicht die Kapazität, das zu begreifen. Und in diesem Moment dachte ich, Mensch, Rich, du bist so clever. Dein Hund ist hier unten, du bist hier, was ist dort? Was ist dort? Mit anderen Worten, was befindet sich jenseits der allgemeinen menschlichen Kapazität, mit der wir die Realität verstehen? Und ich dachte mir, hier bist du jetzt also und streitest ab, dass es diese andere Realität geben könnte. Und du bist echt arrogant. Wer bist du zu glauben, dass du jetzt mit 22 schon alle Rätsel gelöst hast? Dieser Moment war zwar keine Transformation, aber ich habe mich persönlich neuen Möglichkeiten geöffnet und ich fing dann an, nach Hinweisen für die Existenz einer transzendentalen Realität zu suchen. Und dreimal darfst du raten, natürlich fand ich dann auch welche. Das bedeutet nicht, dass das für mich Beweise sind. Ich werde immer eine fundamental wissenschaftliche Mentalität haben und ich bin ganz glücklich damit. Ich bin gelernter Historiker. Ich bin es gewohnt, nach Beweisen zu suchen und ich finde, das ist wirklich wichtig. Also werde ich das auch weiterhin tun. Aber ich erkenne auch, dass die Wissenschaft, wie wir sie praktizierten, ihre Grenzen hat, wenn es darum geht, das ultimative Wesen der Realität zu begreifen, das man nun lokal nennen könnte. Weißt du, eins meiner absoluten Lieblingsbilder ist von Raphael. Es trägt den Titel Die Schule von Athen. Und auf diesem Bild, diesem wunderschönen Bild aus der Renaissance, sieht man in der Mitte Platon und Aristoteles, zwei große Philosophen aus Athen. Sie reden gerade miteinander, sie führen ein Streitgespräch. Und Platon zeigt nach oben, während Aristoteles die Hand nach vorne ausstreckt. Das ist eine perfekte Beschreibung für die Art, in der wir die Realität wahrnehmen. Das läuft schon seit tausenden von Jahren so. Platon sagt, alles, was du um dich herum siehst, ist eine Illusion. Die wahre Realität befindet sich jenseits der Wahrnehmung scheinbar physischer Phänomene. Aristoteles sagt, nein, mein Freund, die Realität ist, was man anfassen und ausmessen kann. Alles, was man so auf diese Weise beschreiben kann. Und ich glaube wirklich, das sind natürlich beides legitime Ansätze bei der Betrachtung der Welt. Und das ist auch der Grund, warum Raphael das so abgebildet hat. Ich denke, er sah das genauso. Genau das ist es, was wir heute wirklich versuchen herauszuarbeiten. Wie verstehen wir die Realität? Die gegenwärtige Wissenschaft ist sehr reduzierend, sehr materialistisch. Sie erkennt diese andere Realität nicht, weil sie nicht weiß, wie man sie messen kann. Aber ich denke, dass diese Realität da ist. Und ich glaube, es gibt da aktuell auch Entwicklungen in der Physik, wie zum Beispiel mit der Quantenverschränkung.
Oder was Einstein unheimliche Aktionen in der Entfernung nannte. Und ihm gefiel das nicht. Einstein mochte die Quantenverschränkung kein bisschen, denn es machte keinen Sinn. Wie kann es sein, dass man diese zwei Photonen, diese schwingenden Partikel hat, die nicht miteinander verbunden sind, und sie können Galaxien voneinander entfernt sein und sind doch noch irgendwie miteinander verbunden? Das passiert offensichtlich in Überlichtgeschwindigkeit. Es gibt also Bereiche der Realität, die die gute alte viktorianische materielle Perspektive der Wissenschaften nicht ganz versteht. Und wir müssen einen Weg finden, dies in unser wissenschaftliches Paradigma einzubauen, auch wenn wir diese Dinge nicht wirklich gut messen können. Ich denke, es gibt da etwas. Und ich glaube, dass wir in Zukunft einen Weg finden werden, um in der Wissenschaft zu einer Synthese zu gelangen, bei der das, was wir ungenau als das Materielle und das Spirituelle bezeichnen, miteinander verschmelzen. Ich sage, diese Begriffe sind ungenau, weil dieser Tisch hier nicht wirklich materiell ist. Wir wissen, dass er zum Großteil leerer Raum ist. Energie, so ist es wirklich. Wir wissen, dass das Bewusstsein, lass uns jetzt wirklich darüber reden, dass das Bewusstsein Wellenfunktionen als Partikel wahrnimmt. Mit anderen Worten, alle Realität ist eigentlich Energie. Wenn wir sie wahrnehmen, nehmen wir sie als Materie wahr. Und das wurde auch wissenschaftlich im vermutlich prominentesten Experiment aller Zeiten bewiesen, im Doppelspaltexperiment, in dem wieder und wieder gezeigt wurde, dass der Beobachter allein dadurch, dass er beobachtet, entscheidet, ob sich dort Wellen oder Partikel befinden. Wenn man beobachtet, sind dort Partikel. Wenn nicht, sind dort Wellen. Wie kann das möglich sein? Nun, die einzige Erklärung, die wir haben, ist, dass unser Bewusstsein dafür verantwortlich ist. Ich meine, der 2008 verstorbene Physiker John Wheeler hat selbst eine ausgeklügelte Version des Doppelspaltexperiments durchgeführt und genau dies bestätigt. Das Bewusstsein spielt also eine Rolle. Und wir haben in unserem Bewusstsein diesen transformativen Aspekt der Realität. All dies muss wirklich in unsere wissenschaftliche Perspektive eingebaut werden und auch in unser Selbstbild. Wir sind jetzt relativ weit abgedriftet, aber das ist okay, oder? Ja, absolut. Wir haben ja gesagt, wir gehen hier einfach mit dem Fluss und genau das haben wir auch getan. Ich danke dir. Was wir jetzt machen wollen, ist etwas, das ich nochmal mit meinem Team absprechen muss, denn wir werden jetzt eine Pause machen und dann wollen wir mit Stephen Bassett für ein paar Minuten reden. Nicht? Okay, machen wir nicht. Alles klar. Wir hatten einfach zu viel Spaß. Ich wusste es. Du musst es eigentlich auch noch nebenan, um meine Rede zu halten, wenn noch dazu kommst, sollte ich wohl sagen. Worüber Carrie Cassidy und ich gleich noch reden werden, ist ein Artikel von Gordon Duff, der vor ein paar Tagen bei Veterans Today erschien. Wir haben auch schon ein bisschen darüber geredet. Ein bisschen. Also, wo du das jetzt schon ansprichst, ich denke, dass das potenziell eine sehr interessante Geschichte ist. Schau, ich respektiere Gordon Duff und seine Artikel. Ich habe nicht den Eindruck, dass alles, was er veröffentlicht, sich immer als wahr herausstellt. Ich sage nicht, dass es sein Fehler ist. Ich beschreibe nur, wie es ist. Das jetzt ist eine brandaktuelle Geschichte. Er behauptet, er habe eine asiatische Geheimdienstquelle. Bei der Geschichte geht es im Wesentlichen darum, dass die chinesische und die US-Marine eine Begegnung mit einer anscheinend feindlichen außerirdischen Präsenz hatten. Könnte wahr sein. Die Ergebnisse meiner eigenen Untersuchungen dieses Themas, also nicht nur dieses Themas, über das er jetzt redet, sondern meine persönlichen, lebenslangen Untersuchungen deuten darauf hin, dass wir es auf diesem Planeten mit einer ganzen Reihe von Wesenheiten zu tun haben. Und von denen sind nicht alle freundlich. Und wir haben auch Regierungen, die gerne Anschläge unter falscher Flagge durchführen. In der Tat. Es gibt bewusste Desinformationen, es gibt Fehlinformationen, es gibt Leute, die vorschnell urteilen. Ich wüsste gerne, was für Quellen er hat. Bisher sind sie anonym, keine Ahnung. Ich denke, was ich vorher auch schon in unserer Unterhaltung sagte, ist immer noch ein guter Rat, dass man nicht vorschnell urteilen sollte. Lass uns die Sache langsam angehen. Es schadet nicht, wenn man versucht, diese Sache auseinanderzunehmen und zu untersuchen. Korrekt. Also was wir vielleicht tun können, ist, in ein paar Wochen nochmal zu reden, dass du nochmal in die Sendung kommst, vielleicht auch über Video, Skype, wenn es sein muss.
Dann wirst du wahrscheinlich nicht in der Stadt sein. Und dann können wir das fortsetzen und schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich denke, das ist interessant, diese Geschichte weiter zu verfolgen. Und ich denke, sie ist es wert, da nochmal drüber zu reden. Aber wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht bereit, da zu irgendwelchen Schlussfolgerungen zu springen. Danke, dass du hier warst. Das war wirklich eine wunderbare Unterhaltung in jeder Hinsicht. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich fand es schön, hier zu sein. Danke, das ist Wake Up, Shift is Happening. Ich bin Deborah Ariel Peach. Das ist Richard Dolan. Und das ist ein neues Buch. Und da gibt es bald noch mehr, oder? Ich habe noch eins, das in ein paar Monaten herauskommt. Das hat den Titel UFOs for the 21st Century Mind. Das ist wirklich mein Versuch, das UFO-Thema frisch von einer neuen Perspektive zu beleuchten, aus einer aktuellen Perspektive. Man denkt an UFOs und denkt sich, das ist so ein alter Hut, so aus 1955. Aber weißt du was? So ist das nicht. Es ist, wie ich sagte, ein facettenreiches und unglaubliches Thema. Und meine Absicht in diesem neuen Buch ist, zu zeigen, warum es so unglaublich ist. Großartig. Danke dir. Vielen Dank. Alles klar, wir machen jetzt eine Pause und kommen zurück mit Carrie Cassidy von Project Camelot. Vielen Dank.